In Bochum arbeiten Feuerwehr, Schulen und das Innovationszentrum der Stadt schon lange zusammen. Dann gab es die Anfrage der Feuerwehr und es entwickelte sich, ob wir nicht für ihre Brandschutzerziehung ein vollautomatisiertes Brandsimulationshaus erstellen könnten. Techniklehrer Klaus Trimborn, der schulübergreifend tätig ist, und seine Kollegin Raffaela Meissner investieren viel Zeit in die intensive Zusammenarbeit mit externen Partnern. Für uns ist das dahingehend natürlich sehr schön, weil wir mussten ja jetzt hier nur die Idee geben. Es gab ja auch schon mal ein Rauchhaus und so ein bisschen unsere Verwendung schildern und der Rest ist dann ja fast in Eigenarbeit gelaufen. Das hat uns eher viel Arbeit erspart, als dass es zusätzliche Arbeit verursacht hat. Die Aufgabe, die Klaus Trimborn seinen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe des Adalbert-Stifter-Gymnasiums Castrop-Rauxel gibt, hat es in sich. Mit nur 500 Euro Budget und einem engen Zeitplan soll ein vollautomatisiertes Brandsimulationshaus entstehen. Es war ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Also es ist ja jetzt, wie man auch sieht, ist es ja nicht was bei normalem Unterricht jetzt ständig bei rumkommt. Also es ist ja schon was Außergewöhnliches. 6 Mädchen und 18 Jungen arbeiten mit viel Engagement und Liebe zum Detail daran, diese Herausforderung zu meistern. Für die Schule ist es sicher ein wesentlicher Baustein, eine aktive Berufsorientierung zu treiben, Schüler zu informieren, welche Bandbreite an naturwissenschaftlich-technischen Berufen gibt es überhaupt, welche Voraussetzungen sind dazu erforderlich, was muss ich dazu können, um erfolgreich so einen Ausbildungsgang durchlaufen zu können und welche Arbeitsmarktchancen habe ich dann hinterher. Mit dem Bergbaumuseum Bochum haben Klaus Trimborn und sein Team einen weiteren externen Partner gewonnen. Das erste gemeinsame Projekt mit Schülern entsteht. Was ich eben total toll finde, ist, dass da diese technischen Themen in dieser Form von den Schülern bearbeitet werden. Das ist also einfach genial. Die sind dermaßen motiviert und engagiert, dass ich also überhaupt keine Bedenken habe. Da wird was bei rauskommen, auf jeden Fall. Natürlich steht ein intensiver Unterricht und die Begeisterung für Wissen hinter jedem Projekt, auch wenn Lehrerinnen und Lehrer mehr und mehr als Moderatoren im Hintergrund tätig sind. Dieses Modell ist mittlerweile auf 32 andere Regionen, Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen übertragen. Es gibt mittlerweile eben 32 ZTI-Zentren nach Bochumer Vorbild. Wesentlich und allen gemeinsam ist, es gelingt, schulfremde Partner gerne und sehr intensiv in den Bildungsbereich mit einzubinden. Es entsteht etwas nachher, was es vorher auf der Welt noch nicht gab, was denn von den Schülern selbst entwickelt und erfunden worden ist. Das sind Motivationspunkte, die man aufgreifen kann. Eine Reaktion eines Schülers aus dem Kurs, den ich zufällig getroffen habe, der mir dann sagte, ich habe gehört, Sie haben den Lehrerpreis gewonnen. Glückwunsch. Ja, habe ich gesagt, ich habe mich mit eurem Brandhaus beworben. Aber Sie haben doch gar nichts gemacht, war die Antwort. Und genau das habe ich gesagt. Jawohl, genau. Und deshalb haben wir gewonnen.